In unserer Serie Handelswege macht Sandra Suppan heute sowohl eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit als auch einen Blick in die Zukunft. Es geht um den Landmaschinenhandel. Für viele sind sie Kult, historische Landmaschinen im Museum von Kubenz. Doch die Geschichte geht weiter, wie auch die Arbeit. Mehr als 366.000 Hektar Boden werden laut Landesstatistik in der Steiermark für die Landwirtschaft genutzt. Rund 857.000 forstwirtschaftlich. Die Steiermark ist ein Gebiet, wo wir fast alles abdecken. Von der Südsteiermark mit steilen Hängern bis hin zur Obersteiermark. Strukturveränderungen in der Landwirtschaft führen zu immer größeren Betrieben und größeren, stärkeren Landmaschinen. Bei der Schonung von Ressourcen sollen neue Technologien helfen. Die 200 Landmaschinenhändler der Steiermark sind für die Landwirte der Steiermark der Erstansprechpartner für alle Innovationen, die sich derzeit rund in der Landwirtschaft tun. Digitalisierung ist ein Schwerpunktthema. Ein Trend geht zu automatischen Lenksystemen, die über globale Positionierungssysteme, kurz GPS, funktionieren. Damit hat der Landwirt die Möglichkeit, bis zu 2 cm Genauigkeit den Traktor und seine Anbaumaschinen einzustellen und zu bedienen. Das führt dazu, dass also hier vor allem beim Anbau im Frühjahr, aber auch bei der Ernte sehr genau geerntet werden kann. Ich lenke nicht, aber das Fahrzeug, der Traktor, lenkt automatisch diesen eingegebenen Pfad nach. Doch selbst die Digitalisierung hat ihre Grenzen. In Österreich gibt es für die Traktoren kein Gas geben und kein Bremsen ohne menschliches Beisein. Auch die Wartung der Maschinen erfolgt von Menschenhand. Im Schnitt sind die Traktoren laut den Experten rund ein Jahrzehnt lang im Einsatz. Faszination schlechthin, ja, also was sich auf diesem Techniksektor alles tut. Man sitzt ja doch mehrere hundert, sogar 1000 Stunden im Jahr auf dem Traktor. Das ist wahrscheinlich mehr als jeder andere auf seiner Couch sitzt. Ja. Da muss das dann dementsprechend komfortabel sein. Wobei für manche nichts über den Stil der vergangenen Tage geht.